hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um EMU64. Ja, was ist EMU64? Das ist im Endeffekt ein Emulator für Windows bzw. für eine Linux-Maschine. So ähnlich wie Weiß auch. Nur, ich glaube, der ist sogar noch einen Tacken besser, zumindest was das so Bedienen angeht und mit so einer grafischen Oberfläche mit dabei. Also das sah auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Ich habe früher mal so für so ein paar Minuten mal so angetestet, ein, zwei Spielchen reingemacht und die liefen wunderbar. Gute Soundqualität, gute Bildqualität, gute Bedienung. Was will ich mehr? Ich würde sagen, ich switche mal rüber auf meinen Desktop und dann schauen wir uns das Projekt mal gemeinsam an. So, auf diesem YouTube-Kanal habe ich diesen EMU64 gefunden. Also der macht dann darüber hinaus wirklich sehr, sehr gute Videos, auch anspruchsvolle Videos, wo er wirklich so technisch gesehen auch ins Detail geht. Zum Beispiel mit einem Raspberry Pi, was mich natürlich jetzt sehr interessiert, weil ich ja auch einen habe. Und vielleicht kann ich mir da das eine oder andere auch nochmal so abgucken, beziehungsweise mir so ein paar Anregungen holen. Hier braucht er zum Beispiel ein SID nach und solche Scherze. Also da muss ich wirklich sagen, der hat da wohl richtig was auf dem Kasten. Das muss man hier richtig neidlos anerkennen. Und das finde ich richtig, richtig gut, was der da so macht. Und unter anderem hat er auch diesen EMU64, diesen Emulator geschrieben. Und irgendwo hat er auch natürlich dementsprechend dann auch ein Video dazu abgedreht und hier veröffentlicht. Da, hier wäre EMU64 Tutorial. Genau, wie man Joystick einstellt und so weiter. Das habe ich mir, glaube ich, schon angeguckt. Oder zumindest eins von diesen EMU-Videos. Und ich habe nicht lange gefackelt. Ich habe es mir sofort heruntergeladen. Hier zum Beispiel drauf geht. Dann findet man hier unter mehr auch dementsprechend eine Verlinkung zu seiner Homepage bzw. zum GitHub. Genau, auf der Homepage, hier sind etliche Versionen drauf und Videos und Stories und zum Raspberry Pi, also da ist jede Menge interessantes Zeugs drauf und unter anderem kann man sich auch jetzt hier diesen EMU64 herunterladen, das Ganze als Linux App Image. Ist das mal nicht cool? Das gibt einen Daumen nach oben, gibt natürlich extra Punkte, ist doch klar. Ja, ich klicke dann hier dementsprechend auf App Image, will das nochmal, genau, und schwupps, wird es heruntergeladen, das geht auch recht schnell. Sogar noch so eine gezippte oder gepackte Datei, besser gesagt. Ja, entpacke das. Und dann hätte ich jetzt hier dementsprechend die EMU64 in der Version 5.1.0 als App-Image. Die verschiebe ich jetzt dorthin, wo ich sie haben möchte. Ich schneide die jetzt hier aus und füge die bei Snap jetzt hier ein. So, dann schauen wir uns das mal an unter Eigenschaften. Sie ist von vornherein schon als ausführbar gekennzeichnet. Das heißt, wir können die auch direkt starten. Ja, das wäre jetzt EMU64. Und das Schöne ist wirklich dieses Fenster hier. Da hat er sich richtig viel Mühe gegeben. Und man wird auch gleich sehen, dass man hier auch einige Vorteile durch hat, was das Ganze Thema Bedienung und auch Geschwindigkeit angeht. Da hat er sich richtig was Gutes einfallen lassen. Aber ich gebe vorerst mal einmal in die Einstellung. Dann werde ich das Fenster noch so ein bisschen nach meinen Vorstellungen optimieren. EMU64 einstellen. Genau, hier hat man auch noch mehrere Möglichkeiten. Verschiedene ROMs sich auszusuchen. Das lasse ich so. 50 Frames per Second, das lasse ich auch so. Zweiten Sit, nee, das mache ich jetzt erstmal auch nicht. Sound kann man auf 100% oder weniger stellen. Grafik, was kann man hier machen? CRT-Ausgabe, dann mache ich den Haken mal weg. Ah ja, genau, so wollte ich es haben. Textur verdoppeln, dann wird das Fenster kleiner. Ja, genau, das macht schon Sinn. Filter, brauchen wir einen Filter? Das weiß ich gar nicht. Ich mache den Filter auch mal weg. Farbmodus. Ah ja, genau, das kann man, muss man gucken, welchen man haben will. Das ist ein bisschen zu hell. Ich stelle mal so ein, dass ich es eigentlich von den Farben her ganz schön finde. Das sieht ganz gut aus. Ne, das ist mir zu bläulich. Och, das ist zu grünlich. Das gefällt mir auch nicht. Das ist mir auch zu krass. Das auch nicht. Ja, schon besser. Oder schwarz-weiß. Okay. Welcher war ganz gut? Dieser CCS64, den fand ich eigentlich ganz okay. Und 4:3 möchte ich natürlich auch beibehalten. Und hier hätten wir noch ein paar Steuerungen. Da gehe ich jetzt später drauf ein.
Ja, das Fenster ist insofern interessant. Hier haben wir einmal ein Reset. Das finde ich ganz gut gelöst. Oder natürlich einen Hard Reset. So, wenn man jetzt ein Spiel laden möchte, zum Beispiel könnt ihr sehen, Diana Sisters. Genau. Hehe. Mein ganzer Stolz hier. Dann muss man das natürlich erstmal hier einlegen, virtuell. Da hat man hier diese Öffnungstaste. Oder hier war das nochmal. Genau, erstmal Laufwerk 8 anwählen. Ah ja, dann auf die Diskette klicken. Und dann natürlich dann schauen, wo wir das haben. Diana Sister 1, genau. Und die kann man jetzt dementsprechend jetzt hier einlegen. Oder mounten, wie man es immer nennen will. Und dann sieht man hier sofort das Directory. Hier ist jetzt nicht so viel drin. Hier sind nur zwei Dateien drin. Hier zum Beispiel sind mehrere Dateien drin. Und hier sind noch mehr Dateien drin. Aber ich will ja Giana Sister 1 spielen und dann klicke ich die Datei an, die ich spielen möchte. Jetzt müsst ihr mal darauf achten, wie schnell der jetzt lädt. Ich lasse das mal ungeschnitten in Echtzeit einfach mal laufen. Die Floppy ist 1541 mit Erkennung 8. Ich klicke das einfach mal doppelt an. So, und fertig geladen. 159 Blocks. Genau. Ton. So, dann müssen wir hier mal weiterklicken. So, zu Demonstrationszwecken mache ich das jetzt hier mal mit Trainer. F1 und F3. Sprite Sheet brauchen wir nicht. Ich drücke Enter. Und auch schön die Laufwerksgeräusche. Das hören wir mal ganz kurz zu. Also die Tonqualität super, super emuliert. Also da habe ich schon schlechte Emulatoren gehabt, wo der Sound sich wesentlich schlechter anhörte. Also das ist wirklich vom Original kaum noch zu unterscheiden. Weiß nicht, wer das hinbekommen hat. Ich werde gleich noch mal einen anderen Test machen, wo auch viele Emulatoren Schwierigkeiten mit haben. Aber bei dem Stück auf jeden Fall ist das schon mal top. So, ich drücke mal 1 für One Player. Jetzt gucke ich einfach mal, ich habe nichts angeschlossen, ob man so spielen kann. Nee. So, dann schauen wir uns das mal hier ein bisschen näher an. Was kann man hier noch machen? Ich schließe einfach mal hier das Fenster wieder. Gehe dann nochmal auf Tastaturbelegung. Auch schön gemacht. Nicht schlecht. Gefällt mir. Hier so eine virtuelle Tastatur. Das gibt's so, meine ich, bei Weiß auch nicht. Korrigiert mich, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle, keine Frage. Genau, hier Steuerung. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Controller anzuschließen. Das hat gestern zumindest ohne Probleme funktioniert. Ich habe jetzt hier so einen USB-Retro-Nachbau-Controller, aber der reicht völligstens aus. Den stecke ich mal eben rein. So, der Joystick ist drin. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch konfigurieren. Und dazu gehe ich jetzt mal nochmal ganz kurz auf Einstellung. Und in den Bereich Steuerung. Dann klicke ich auf Lernen. Und jetzt die erste Abfrage nach oben. Ich drücke hier nach oben. Und jetzt drücke ich nach unten. Jetzt drücke ich nach links. Jetzt drücke ich nach rechts. Jetzt drücke ich auf Feuer. Nehmen wir mal den. 1 zum Spielen. Jetzt drücke ich Alt Enter. Jetzt habe ich im Vollbildmodus. Und siehe da. Boah, lässt sich wunderbar steuern. Also das klappt wirklich super. Also wie auf einer Originalmaschine. Ich meine, dieser Gamepad hier ist eh nicht jetzt so der Burner. Aber das klappt richtig gut hier. Wenn Diana jetzt irgendwie so ein bisschen ablust, dann liegt es nicht am Emulator und nicht am Joystick, sondern am Bediener. So, dann laufe ich nochmal kurz bis zu den Blitzen, ob auch der Feuerknopf funktioniert. Und mit den Blitzen kann ich jetzt auch schießen. Ah, herrlich. Also das klappt hier wirklich richtig super. Und wie ihr seht, das Bild ist auch ganz flüssig, keine Ruckel. Alles ganz smooth und zart und so, wie es eigentlich auch sein muss. Vielleicht sogar besser als auf einer echten Maschine. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
haben wir es nicht gesagt. Echte Maschine ist immer besser, ist doch klar. Ja, ich laufe jetzt nochmal so ein paar Meter rum. Und werde es dementsprechend. Ja, da habe ich doch ein paar Probleme. Werde ich dementsprechend noch ein bisschen testen hier. Springen, Jana, springen. Okay, das soll für den ersten Test auch reichen. Mit der Entferntaste kommt man wieder zurück. Alt-Enter, wird das Bild wieder klein. Und dann kann ich jetzt hier auch ein Reset auslösen. So, Reset. So, was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Was ist denn das? Steckmodul. Okay, jetzt kann ich mir auch noch ein Steckmodul hier reinstecken. Steckmodul wären ja CRT-Files. Und ich meine, davon hätte ich auch ein paar. Nehmen wir mal Giannas Hisse als Steckmodul. Jetzt Alt-Enter drück. Da habe ich es, wie gesagt, im Vollbildmodus. Jetzt drücke ich mal irgendwie eine Taste. Und das scheint dann wohl doch nicht zu funktionieren. Und dann bleibt er da wohl hängen. Okay, das mit den CRT-Files finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Damit arbeite ich eh so gut wie gar nicht. Gut, ich probiere jetzt nochmal. Ich mache nochmal ein Hard Reset. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den wieder rausstecke. Also Modul deaktivieren. Ich schließe das wieder, mache ein Reset. Ja, und damit wäre das Modul deaktiviert. Tapes kann man noch, das ist jetzt auch nicht so. Floppy können wir nochmal ganz kurz gucken. Genau, hier können wir nochmal verschiedene. Ne, nur die 1541. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Andere brauche ich nicht. Screenshot ist das bestimmt. Ja, okay, warum nicht? Dann haben wir sofort auf dem Fenster passend ein Screenshot. Nur die Frage ist, wo ist das hin, das Screenshot? Bestimmt unter Bilder. Nein. Wo hat er es hingetan? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wo ist das Screenshot hin? Hier sind auch noch verschiedene Möglichkeiten. Sit-Player gibt es auch. Screenshot F11. Ja, aber nur wo sind die hin? Oder in mein Home-Verzeichnis ganz normal? Dokumente. C64. Ja, Dokumente nicht. Downloads nicht. Schreibtisch nicht. Ja, wo hat er die hingetan? Unter Videos? Nein. Unter Vorlagen? Nein. Macht ja auch keinen Sinn. Unter Bilder würde Sinn machen. Da würde ich sie jetzt hinpacken. So als Pauschaleinstellung. Dann schauen wir mal, was eine Zwischenablage ist. Zum Beispiel, wenn ich GIMP öffne. Ich drücke Bearbeite, einfügen als neues Bild. Nein, da ist es auch nicht hin. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht, wo er das jetzt hingeschrieben hat. Das wäre jetzt auch noch ein kleiner Schönheitsfehler, das ist keine Frage. Autostart, das weiß nicht, was es ist. CD-Programme direkt laden hätten wir noch. Beenden, Hilfe, Tastaturbelegung ist klar, das braucht man natürlich schon. Zum Beispiel, wo ist welche Taste, Escape, Restore etc. Aber mir geht es jetzt in erster Linie darum, wie der Emo 64 die ganzen Programme jetzt hier so abspielt. Wir machen nochmal einen Test und zwar mit einem Spiel, das heißt Stardust Girl. Und zwar haben hier viele ein Problem mit, den Sound richtig abzuspielen, viele Emulatoren. So, wenn ich jetzt sagen wir mal, jetzt nur mounten möchte. Einfach mal testen. Das ist jetzt schon gemountet. Loading. Mal gucken, was er jetzt drin hat. Welche Diskette. Ja, doch, okay. Das geht also auch. Man kann also auch nur mounten. Dann kann ich ihn hier wieder schließen. Das finde ich auch gut. So, dann gehen wir mal hier oben rein. Ich komme, wir machen es mal ganz normal groß. Geben wir ihn ein. Load We Are Stardust. So, ich habe jetzt eigentlich
kein Fastloader installiert. Okay, wenn ich ganz normal mounte, dann nimmt er keinen Fastloader. Gut, das steht dann so in normaler Geschwindigkeit mit den typischen Soundgeräuschen. Ich führe mal kurz ein Reset durch. Das würde mich jetzt doch interessieren. Wenn ich jetzt hier drüber lade, gemountet ist hier. Wenn ich jetzt hier drüber lade, ob er dann in den dann geht er sofort in den Fastload hinein. Also das ist ja genial. Das ist ja richtig gut. Und den wir schließen. Und wir hören zu. So, jetzt bei dem Lied, was jetzt kommt. Da haben viele SID-Emulatoren richtige Probleme mit. Ah, das läuft prima. Also, auch keine Verzögerungen drin. Also, Ziel ist es, die Dame hier nicht zum Blinken zu bekommen. Der läuft richtig schnell, richtig flüssig hier. Da ist der Ton, wunderbar. Wunderbarer Sound. Also herrlich. Finde ich richtig gut. Also der macht Spaß. Ah, genau, dieses Blinken meinte ich. Nicht zu früh hochgegangen. Und alle Taler einsammeln. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu sagen zu dem Spiel. Und der schönen Musik zuhören. Ich drücke nochmal Alt-Enter. So, können wir noch was testen? Da hätte ich noch eine Idee, was man noch testen könnte. Und zwar mit einem Diskettenwechsel. Metal Warrior Ultra. Auch hier wieder wunderbarer SID-Sound. Okay, ich stelle hier einfach mal ein, den zweiten SID. Das werdet ihr an der Aufnahme höchstwahrscheinlich nicht hören, den Unterschied. Wird aber leiser. Okay, muss ich richtig eine Anlage anschließen. Da mache ich dann auch nochmal einen Soundtest. Hier bei den Kopfhörern nur mit einer Ohrmuschel. Das ist ja auch schlecht zu hören. Ja, wir starten mal auch mal kurz hinein. Auch mit dem Diskettenwechsel würde mich jetzt interessieren, wie das so funktioniert. Genau, jetzt müsste meine ich die Aufforderung kommen zum Diskettenwechsel. Ich mache zum Testzwecken hier auch mal ein Yes. Dann machen wir ein No. So, und jetzt muss ich einen Diskettenwechsel durchführen. Wenn ich einfach jetzt sage, so, jetzt ist die gemountet. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und jetzt sage ich ihm, lade. Ach, hier oben sieht man sofort, wenn man eine Diskette gemountet hat, dann ändert sich hier oben der Diskettenname. Also die ist jetzt gemountet. Hundertprozentig. Aber aus irgendwelchen Gründen kann er jetzt hier nicht weiterladen. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ich nehme mal ein anderes Image. Mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Zack McCracken. Zack McCracken wäre übrigens dieses Spiel hier. Habe ich sogar auf Originaldiskette. Mit Sicherheitsanleitung. Leider ohne Hülle. Die habe ich leider nicht mehr. Das habe ich früher nicht so genau genommen mit den Hüllen. Hüllen, wer braucht schon Hüllen? Pff, weg. Hier leider mal ganz klassisch. Mit Lord 8,1. Genau, der hat nämlich einen eigenen Schnelllader, deswegen kann natürlich sein, dass es zum Konflikt kommen könnte. Und den möchte ich jetzt aus dem Weg gehen. Soll er jetzt ruhig mal original laden. Und dann kann ich den anderen Modus hier auch nochmal ausprobieren. So, jetzt wäre die Sache mit dem Diskettenwechsel.
Ich versuche das Ganze nochmal hier drüber. Ich lege die andere Diskette ein, gehe wieder raus und drücke einen Feuerknopf. Da scheint es zu funktionieren. Nur ist jetzt natürlich die Frage, woran lag das jetzt, dass es bei Metal Warrior nicht funktioniert hat? Das würde mich jetzt schon interessieren, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Vielleicht schreibe ich mal den Programmierer nochmal an von der Software. Vielleicht kann er mir ja irgendwie noch einen Tipp geben. Das wäre ja eine gute Sache. Ja, ich würde sagen, ich starte mal so 1, 2 Räume hinein in SecMecCracken. So, ich werde wieder aufgefordert, einen Diskettenwechsel durchzuführen. Ich drücke Alt-Enter. Und dann tun wir dies. Diskette 2. Gehe wieder raus. Gehe wieder rein und drücke auf den Joystick. Und siehe da, er lädt. Prima. So, dann testen wir einfach mal, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, die Maus ist ein bisschen schnell. Aber vielleicht kann man es sogar noch einstellen. Aber es ist jetzt nur, ja, man gewöhnt sich auch dran. Also, so ist es jetzt nicht, ne? So, was reicht auch mit SecMecCracken? Ich teste jetzt nochmal Metal Warrior, warum das jetzt gerade nicht ging. Ich hätte da auch eine Idee, warum das nicht ging. Ich starte nochmal Metal Warrior Ultra. Wo haben wir es? Action. Das funktioniert schon mal. Jetzt sage ich nochmal Yes. Yes und No. Ah, diese Ladegeräusche, die kamen vorhin nicht. Meine ich zumindest. Und jetzt blinkt er nämlich auch. Ah ja, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Okay, ich gehe nochmal auf die Diskette und sage ihm jetzt, mounte diese Diskette. Die ist gemountet. Und jetzt drücke ich nochmal hier drauf. Ah, und jetzt lädt er auch. Ah, super. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, lad das mit fünffacher Geschwindigkeit. Hier sieht man auch, wie er sich einen Toten blinkt. Ja, und dann scheint es auch zu laden. Aber wenn ich hier den Warp-Modus aktiviere, dann geht er, glaube ich, auf Störung. So. Das wäre jetzt D42. Da flackert hier ein bisschen, ne? Drück mal Alt-Enter. Oh, der flackert aber jetzt hier. Das ist natürlich auch interessant, warum das Bild jetzt hier so unruhig ist. Vielleicht kann man hier noch was einstellen. Ja, so geht. So würde er nicht flackern. Gut, jetzt muss ich erstmal eine andere Diskette mounten, eine leere. Alt-Enter. Ich gehe mal jetzt hier raus. Das mit dem Warp mache ich auch mal weg. Ich gehe jetzt hier rein und sage ihm, eine neue Diskette erstellen. Wir nennen das mal D42-Test. So. Genau, die ist jetzt auch gemountet, ne? Meinetwegen. Ich erstelle jetzt hier mal einen Raum. Ein Raum 00. Raumbedingungen. Da brauchen wir jetzt nichts. Raumbeschreibung. So, ich schreibe hinein. Komm, machen wir mal richtig schön hier. Das ist ein... Na komm, warum machst du kein großes D, du? Das ist ein... Test. F1 war es. So. Den Raum müssen wir jetzt speichern. Gemountet habe ich ja schon. Musik machen wir auf FF. Die binde ich jetzt nicht ein. Und hier machen wir gesperrt, gesperrt, gesperrt. Ah, eine Grafik habe ich jetzt auch nicht. Wir sagen ihm Raum speichern. Das wäre jetzt Raum 00. So, und damit hätte ich jetzt, ich drücke nochmal Alt-Enter, Directory anzeigen. Genau, hätte ich den Raum 00 auf Diskette, auf meinen neu erstellten Diskette. Ja, das scheint zu funktionieren. Also es ist schon eine coole Sache. Definitiv. Genau, hier ist die Diskette. Warte, ich mache auch mal hier einen größeren Modus. Hier sieht man es, Raum 00.
Was ist denn, wenn ich jetzt etwas kopieren möchte? Und zwar die Datei, wo haben wir sie? Den Player brauche ich. Diesen hier. Export. Datei exportieren. Okay, dann habe ich dem Player jetzt auch meine Diskette. Die unter Snap. Ich packe das mal einfach unter Tuxa. So, und hier sage ich ihm, importiere. Export geht. Schade, Import geht nicht. Oder kann ich ihn einfach so reinziehen? Hier haben wir den Player als PRG-Datei. Prima. So, und der soll jetzt hier mit rein. Das geht so schon mal nicht. Ja, ich könnte jetzt natürlich auch den Dir Master jetzt laden. C64, SD-Karte, D42. Ja, und hier haben wir Test. Okay. Also es ist möglich. Wo ist der Dir Master? Hier. So, das wäre der Inhalt. Das wäre jetzt die gleiche Diskette wie hier. Und dann kann ich ihm noch sagen, wo ist er jetzt? Das Programm Player kommt hier mit drauf. Zack. Und jetzt sage ich ihm speichern. Jetzt ist mit drauf. Und jetzt lade ich den nochmal neu. Er geht nicht. Da, jetzt habe ich den Player mit drauf. Ja, okay. Bisschen mit dem Umweg, aber es funktioniert. Genau, jetzt habe ich nämlich eins vergessen. Das muss man nämlich auch immer machen. Man muss noch was abspeichern. Datei speichern. Alle Files. Genau, die haben nämlich gefehlt. Darauf ist nicht einzugehen, was das für Files sind. Die sind halt eben fürs D42 Adventure System notwendig. Also sind unter anderem die ganzen Bedingungen abgespeichert. Flex und ähnliches, sage ich einfach mal. Jetzt aber. So, wir sehen. Das sind die Dateien, die jetzt abgespeichert wurden, zusätzlich. Also das ist einmal der Player, das sind praktisch die Systemdateien, nenne ich einfach mal ganz grob. Und das wären die Raumdateien. Raum 00 ist auch drin. Prima, das sieht jetzt richtig gut aus. Ich mache ein Reset. Und die Diskette müsste ja noch gemountet sein. Ich schaue mal eben nach, ob das so der Fall ist. 8. Ja, das sieht auch gut aus. Dann können wir den Player starten. Und dann bin ich mir jetzt felsenfest sicher, dass jetzt auch meine schlauen Sätze erscheinen werden. Ja, Tastaturbelegung, da werde ich mich ja später mal drum kümmern. Vielleicht kann man so eine echte Tastatur anschließen, das wäre natürlich noch besser. Aber ich habe da noch eine Tastatur. Na, dann brauche ich auch irgendwie noch so einen Adapter, so ein Keyray und ähnliches. Okay, das ist alles Zukunftsmusik. Ja, es funktioniert. Das sind die Raumtexte. Gruß der Tuxer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!